Ho, ho, ho! Schneller, meine Rentiere! Wir müssen noch eine Menge Kinder beschenken! Hey, Chefchen, können wir nicht die Unartigen dieses Jahr auslassen? Wir würden sogar Zeit sparen, werden schneller zu Hause und... Du willst dich doch nur drücken, Will. Läuft bestimmt wieder etwas im Fernsehen. Was ist es diesmal? Verliebt am Nordpol? Gute Elfen, schlechte Elfen? Nichts. Ich meine nur, dass wir weniger Pakete, die ich... wir schleppen müssten. Mir tut eh schon der Rücken von diesem unbequemen Schwitten weh. Ich weiß gar nicht, wie du das aushältst, Chefchen. Ich bin halt gut gepolstert. Das tut nichts zur Sache. Richtig. Und wer sorgt dafür? Ich. Ich backe dir extra jedes Jahr Kekse als Wegzehrung. Von denen du mehr als die Hälfte immer gleich selbst wegnaschst. Das ist nur ein Gerücht. Wenn ich backe, gibt es halt Verschleiß. Ich will nur sagen, ich gehöre nicht in den Außendienst, Chefchen. Außerdem leide ich unter Flugangst. Ich habe sogar einen Attest vom Arzt. Welcher Arzt schreibt bitte Flugangst mit V? Mist. Du hast es dir schließlich verdient, mich zu begleiten. Oder wer hat mir diese Landkarte nach Transsilvanien untergejubelt? Ich hielt es für eine gute Abkürzung. Hey, woher sollte ich wissen, dass diese sexy Dahlia eine Hexe war? Sie sah zu schön aus, um böse zu sein. Du hast der Zucker von ihr ums Maul schmieren lassen. Ja, war das schön. Und musst nun meine Bestrafung akzeptieren. Ich habe mich doch entschuldigt. Außerdem habe ich regelmäßig den Stall ausgemistet. Weißt du, wie viel Kacke diese Rentiere produzieren? Zu viel. Interessiert mich nicht. Dafür habe ich euch Elfen. Die Flugroutenkarte, Will. Aha. Gut für Geschenke wegpacken, Mist wegräumen und deinen Mantel vom Kaminrost zu reinigen. Immer auf die Kleinen. Wie war das? Was? Die Karte, Will. Ich muss wissen, wo das nächste Kind wohnt. Moment. Du hast das Handschuhfach vom Schlitten ganz schön vollgestopft. Bonbonpapier, Rapsilwink zu seinem Fliegend und... Nee, das ist die nicht. Ups, was macht mein Kleef hier? Hab ich schon gesucht. Ah, da ist die... Schon wieder weg. Will, musstest du dir die Karte aus der Hand wehen lassen? Was nun? Umkehren können wir nicht. Wir haben doch noch das Navi. Oh, dieses eitle, unnütze Ding. Da ist ja jede Kristallkugel zuversichtlicher. Aber was soll's. Wir haben ja keine andere Wahl. Na, endlich schaltest du mich ein, Will. Willst du wieder mit mir reden, du unartiger Elf? Ja, nicht jetzt. Also wieder über den Dicken lästern. Hat er dich wieder Schnee schippen lassen? Verdammt, der Ausstatter klammt. Entschuldige, Chefchen, ihr bekommt wohl die Höhenluft nicht. Angsthase, soll er dir ruhig die Glöckchenmütze langziehen? Darauf stehst du doch. Will, musst du an allem rumspielen? Ich hab halt meine schwachen Momente. Und ich hätte für dich doch meine Route entstauben sollen. Ach nö. Nun aber Schluss mit den Mätzchen. Navi, ich brauche die schnellste Route zum nächsten Kind. Nein. Nein? Richtig, nein. Und warum nicht? Du hast mich nie ernst genommen. Und jetzt auf einmal brauchst du mich? Ha! Nicht einmal für die Updates oder die Feen-News hast du mich eingeschaltet. Warum soll ich nun helfen? Weil Will die Karte verloren hat und Weihnachten nun ohne dich nicht mehr zu retten ist. Oh, gut, ich helfe dir doch. Zuvor entschuldigst du dich bei mir? Der Weihnachtsmann muss sich nicht entschuldigen. Er ist immer freundlich, hat immer recht und weiß, was er tut. Na, dann braucht er mich auch nicht. Ich gehe jetzt in den Ruhemodus, Landkarten lesen. Chefchen, ich sollte mich nicht einmischen, aber die Sanduhr sagt, dass wir zu viel Zeit verloren haben und... Weihnachten darf nicht ausfallen. Also gut, da muss ich jetzt durch. Liebes magisches Navi, es tut mir leid. Oh. Ich hätte dir mehr vertrauen können. Und? Künftig werde ich dich mehr einbeziehen. Ich sollte schließlich mit der Zeit gehen. Auf Wills Karten ist auch kein Verlass mehr. Hey. Und? Ich weiß nicht. Was möchtest du noch? Weg von mir. Ich kenne da eine Abkürzung, die uns schneller zum Kind bringt. Wunderbar.
Hü, meine Rentiere, wir müssen Zeit aufholen. An der nächsten Turmspitze rechts abbiegen, dann geradeaus und über die Osterinseln hinweg. Und was mache ich jetzt? Du suchst das Paket für den Osterhasen aus meinem magischen Geschenkesack. Wenn wir schon über seinen Urlaubsort hinwegfliegen, können wir auch eine Packung Karottendrops abwerfen. Warum springe ich nicht mit ab? Felix wäre genau das Richtige. Und dieses Fellbündel ist bestimmt netter. Will? Achtung! Nächste Abzweigung Richtung Polarstern beachten. Das merke ich mir. Da machen die ein Hörspiel und sagen mir nicht einmal Bescheid. Ich bin ganz knochenbleich vor Schreck. Schön und gut. Leih mir, dem armen Skelett, eben nur die Credits. Also, sie wurden zugetextet von Martin Carter Productions mit Christmas on Tour. Die Kekskrümler, Weihnachtsmann, sprach Günther David. Die trotteligen Elf laberte Sascha Leupold. Miriam Rönhold war das magische Navi, welches ich übrigens mal dringend kennenlernen will. Sie kann mir durchaus mal den Weg weisen. Und die... Credits sprach der einzigartige und beleidigte, weil er in dieser Geschichte nicht dabei sein dürfte. Der großartige, geniale und unvergessene Jack Pumpkin der Dritte. Ich darf danken... Warum eigentlich Yoshi Hayek? Wer ist denn diese Laberbacke? Unwichtig. Das Ding, das Sie gehört haben, hat Sascha Leupold nach einem Skript von Martin Carter inszeniert. Hey, Schreibfuzzi! Beim nächsten Mal hab ich die Hauptrolle. Oder ich zeige dir, wo Halloween stattfindet. Verstanden? Wo war ich stehen geblieben? Dort. Der beginnende MCP-Jingle stammt von Max Würden und dieses immer fröhliche, weihnachtliche Geklimper schuf Kevin MacLeod in Comtech. Das Krachbumbeng holte sich dieser Hörspiel-Abmisch-Heini von freesound.org. Wer mehr unsinnige Infos erfahren oder wissen will, wann mein nächstes Hörspielmeisterwerk an der Reihe ist, sollte auf Facebook Martin Carter Productions oder www.martin-carter.de. nachschauen. Normalerweise habe ich immer das letzte Wort, aber leider ist heute nicht mein Tag, sondern der vom Pummelchen im roten Kimono. Also bitte. Ho, 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 liebe Hörer! Der Weihnachtsmann wünscht allen eine schöne und frohe Weihnacht. Habt eine besinnliche Zeit und seid alle artig. Schließlich soll meine Rute weiter verstauben. Ho, ho, ho! Na also, geht doch!